Fische spritzen. Dann macht auch ein bisschen Pfeffer. Ja! Ja! Ja, guten Morgen. Hier ist der Deutsche in Spanien. Heute mache ich euch mal einen Vlog über meinen Tag. Ja, also ich bin gerade aufgestanden. Meine Frau ist auch schon in die Arbeit und die drei Kleinen sind eben auch schon wieder wach. Das heißt, ich habe eben schon wieder ganz schön viel Arbeit gehabt, jetzt bisher zumindest. Oder muss eben auch weiter schauen, dass ich die Kleinen dann in die Schule bringe. Und dann, ja, dann geht's weiter mit der Arbeit. Heute habe ich auf jeden Fall auch noch vor, ein Video zu schneiden für meinen Kanal Baby Accessorios. Das ist ein spanischer Kanal, also das muss ich heute auf jeden Fall auch noch machen. Ansonsten ist jetzt erstmal Frühstücken angesagt, also die Kaffeemaschine richten und mal ein leckeres deutsches Frühstück machen. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars. Traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him send. Ja, so wie es aussieht, gibt es wohl heute Lachs zum Mittagessen. Hm, das ist auch mal wieder was Leckeres. Kaffee ist fertig. Ich habe übrigens einen kleinen Trick, was Kaffee machen angeht, also zumindest mit dem spanischen Kaffee, weil der ist ja ganz anders als der deutsche, also ist mehr so Espresso. Und was ich mache, das zeige ich euch jetzt mal. Also ich nehme mir zuerst eine Tasse, da mache ich mir eben Milch rein. Also das sind übrigens die typischen Ikea-Tassen. Und zwar sagen wir mal so bis circa hier hin. Und dann mache ich den Kaffee drauf. So ist eigentlich für mich die beste Lösung. Und dann wird es perfekt für mich. Ja, jeden Tag gibt es eine kleine Anekdote. Und zwar heute habe ich mit meinen kleinen Kindern deutsche Zungenbrecher geübt. Den kennt ihr vielleicht sogar. Stimmt. Also was ich denen versucht habe beizubringen, ist Fischers Fritz. Fisch, frische Fische. Frische Fische, Fischt, Fischers Fritz. Kennst du den? Also wenn du den kennst, dann das ist auf jeden Fall ein lustiger Zungenbrecher. Nochmal. Fischers Fritz, Fischt, frische Fische, Fischt, Fischers Fritz. Und damit gehe ich wieder ins Auto. Standing on the edge of a cliff. So, und damit habe ich jetzt die Kinder in die Schule gebracht. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Jetzt fängt eben der normale Arbeitsalltag an. Und damit fange ich jetzt an. Es ist schon ein bisschen spät geworden, weil es gibt immer ein bisschen viel Traffic, also Verkehr hier und Staus in Madrid, das ist eben leider so. Damit muss man leider leben, jeder Tag ist anders. Aber ja, deshalb auch das mit dem Zungenbrecher, das ist auch ziemlich cool. Jeden Tag gibt es eben was Neues. Just you and I. Ja, und jetzt brauche ich auch eine Pause. Das heißt, es gibt jetzt den zweiten Kaffee für heute und ein bisschen was zu essen. Hier ist schon wieder die Kaffeemaschine und ja, ein Brot wahrscheinlich mit ein bisschen Käse oder irgendwas, damit der Bauch mal wieder ein bisschen voll wird und ich neue Kraft habe zum Essen. Was macht ihr denn eigentlich morgens? Fast 12 ist es ja schon. Macht ihr schon Mittagessen oder macht ihr es so wie ich, dass ihr einfach ein bisschen was esst oder einen Kaffee trinkt oder eine kleine Pause macht, um euch wieder zu stärken? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was ich euch auch wirklich empfehlen kann, ist euch so einen Toaster anzuschaffen, falls ihr den noch nicht habt, weil der macht die besten Sachen. Da kannst du dir einen Schinken-Käse-Sandwich machen oder irgendwas in die Richtung und das schmeckt immer gut. Wir haben hier in Spanien diese
Bimbo Natural, ich weiß nicht, ob es sie bei euch auch gibt. Sin Corteza, das heißt eben keine Rinde mehr dran, also die wurde dann weggeschnitten. Das ist das, was mir eigentlich so am besten schmeckt. Aber ja, ein Grill und Toast empfehle ich euch auf jeden Fall. Da schmilzt dann der Käse so schön und das schmeckt einfach nur lecker. Das Resultat davon, mein zweites Frühstück für heute. Hier seht ihr den Käse, der schön flüssig geworden ist und alles verschmolzen hat. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, das Video ist jetzt fertig. Wird gerade exportiert. Ja, und jetzt ist mal wieder was passiert, was vielen YouTubern wohl passiert. Also wenn du es noch nicht kennst, dann bist du kein YouTuber. Ein typisches YouTuber-Problem, was gerade bei mir leider rausgekommen ist. Und zwar war ich schon dabei, das Video von heute zu exportieren. War auch schon fast fertig. Das ist heute sogar ein Video in 4K, also hochauflösend, richtig groß. Sind fast 4 GB an Daten. Und ja. Kurz bevor es fertig war, kam dann die Message, Fehler, es konnte nicht exportiert werden. Ja, warum habe ich dieses Licht? Ich habe gerade mal wieder ein neues Video aufgenommen. Und zwar, das ist für meinen anderen Kanal, für den spanischen Apple-Fans-Kanal. Nur währenddessen habe ich leider was festgestellt. Und zwar habe ich immer noch das Problem, dass ich das Video immer noch nicht geschafft habe zu exportieren. Und, klappt's? Ja! 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 Jetzt ist endlich das Video raus. Super, ich freue mich. Nach dem dritten Mal, ihr habt es ja mitbekommen. Super schwierig. Vielleicht war jetzt eins das Problem, weil ich habe nämlich im Namen gehabt Panyal mit Enye, also mit dem N, mit dem Strich oben drüber. Das ist ein Spezialcharakter. Vielleicht war das Problem, weil den habe ich jetzt rausgemacht und jetzt hat es geklappt. Also alles toll. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. Wow. Ja, jetzt ist dann bald Mittagszeit. 14 Uhr hier in Spanien. Das heißt, ihr seht mein Gesicht an. Ich bin langsam schon richtig müde. Dieser Morgen heute war ziemlich hart. Habt ihr gesehen, ich habe viel gemacht, hart gearbeitet, Videos gemacht. Von dem her, ich glaube, jetzt ist langsam mal Zeit fürs Essen und ein bisschen ausruhen. Das gehört auch dazu. Also glaube ich, mache ich mich jetzt mal dran, was zu kochen und dann gibt es ein leckeres Essen. So, also wie gesagt, heute gibt es Lachs. Ich habe hier ein schönes Filet. Und ich habe mir jetzt hier schon mal gekochte Kartoffeln vorbereitet mit ein bisschen Salz. Und ich zeige euch heute mal, weil vielleicht esst ihr auch nicht so oft Fisch oder zumindest nicht so oft Lachs, was ich damit mache. Und zwar habe ich hier vorbereitet ein bisschen Salz, weil Geschmack muss auf jeden Fall rein. Ich mache dann hier kräftig Salz drauf. Ist jetzt auch nicht zu viel, aber schon so, dass man auf jeden Fall einen Geschmack hat. Dann mache ich darauf ein bisschen Pfeffer. Und dann, ganz wichtig, typisch Lachs. Auf Spanisch heißt es Eneldo, also Dill. Und da mache ich richtig viel drauf, weil das gibt eben dann den typischen Lachsgeschmack, zumindest für mich. Das wäre es jetzt also gewürzt. Und hier habe ich schon die Pfanne vorbereitet, die ist schon ganz heiß, fast schon zu heiß, aber naja. Mach mal ein bisschen Olivenöl rein. Dasselbe, weil sonst verbrennt uns das. Und machen wir schnell den Lachs. Ich stelle es ein bisschen runter auf die 6 und dann rutschen wir den jetzt mal von beiden Seiten. Der Teil ist jetzt schon gut genug. Das heißt, weil ich es eben nicht so roh mag, stelle ich dann jetzt noch ein bisschen weiter runter auf die 4 und lassen wir jetzt ein bisschen brutzeln. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Er ist mehr oder weniger durch. Gleich zeige ich euch das noch von drin und hier habe ich noch ein bisschen Petersilie drauf gemacht. Ja, genau so ist es eigentlich perfekt. Nicht mehr roh, aber auch noch nicht so richtig, richtig durch. So, das Essen war gut, aber jetzt geht's ein bisschen raus auf die Straße.
So, mittlerweile bin ich angekommen und warte jetzt auf meine Frau und dann fahren wir wieder nach Hause. Heute ist übrigens ein sonniger Tag. Es ist schön, ein bisschen bewölkt, aber der blaue Himmel sieht man auf jeden Fall. Ist auch einigermaßen warm, also so 15 Grad wird man wohl jetzt haben. Ist ganz angenehm eigentlich. Also ich habe nicht mal eine Jacke mitgenommen, von dem her ist eigentlich alles top. Kennt ihr solche Dinger? Wahrscheinlich nicht so. Auf jeden Fall ist das eben kaputt gegangen. Also es war vorher, war es hier. Und jetzt muss ich das Ganze hier rüber versetzen, weil das war abgebrochen. Aber ich repariere eigentlich grundsätzlich alles. Und jetzt ist es wieder fest. So, ja, der Nachmittag ist da. Gehen wir mit voller Kraft rein. Und jetzt geht's weiter mit der Arbeit. Es ist mal wieder Kaffeezeit. Ich habe mir jetzt heute schon den dritten Kaffee gemacht. Zum Wohl. Ist aber auch nicht wirklich was Außergewöhnliches, weil eigentlich trinke ich jeden Tag 3 Tassen Kaffee. Für mich ist das komplett normal. Wie ist es für dich? Trinkst du auch so viel Kaffee? Ist es viel Kaffee? Ist es wenig Kaffee? Es gibt, glaube ich, Leute, die trinken 4, 5, 6, 8, 10 Tassen am Tag. Ich bin, glaube ich, so im Mittelmaß. Aber würde mich schon eigentlich auch mal interessieren, wie viele Tassen trinkst du? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Jetzt möchte ich euch noch was Süßes zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist das hier. Das heißt Huesitos. Das ist, glaube ich, auf Deutsch übersetzt sowas wie... Also Hueso ist ja Knochen. Und Huesitos, das sind sowas wie kleine Knochen. Das ist eben so ein Schokoladensnack mit Waffeln drin. Es gibt sowas Ähnliches von Milka, Nussini oder irgendwie so heißt das. Also es geht so in die Richtung. Ich zeige es euch mal. So sieht das ganze Ding aus. Und wenn man reinbeißt, so von innen. So, und jetzt ist es 6 Uhr geworden. Und ja. Bin ich wirklich müde, so wird es einfach ja nicht auch gehen. Nach einem Tag voller Kraft und voller Arbeit und voller vieler Sachen, die ihr gemacht habt, kommt auch irgendwann mal das Ende und dann reicht es auch mal für einen Tag. Und jetzt, ja, habe ich auf jeden Fall genug. Jetzt möchte ich auch mal ein bisschen ausruhen hier auf meinem Sofa. Das war jetzt ein Tag in meinem Leben als YouTuber und Arbeitender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so war, dann auf jeden Fall lasst mal ein Like da. Ich würde euch auch wirklich empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Und da gibt es eine Glocke, die könnt ihr auch aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich neue Videos hochlade. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wisst ihr ja, wie immer könnt ihr mir Kommentare schreiben. Ich beantworte eigentlich grundsätzlich alle. Und wenn ihr mehr solche Videos möchtet, einen Tag in meinem Leben, dann schreibt mir das auf jeden Fall auch. Oder ich mache ja sowieso Vlogs, obwohl die auf jeden Fall dann immer kürzer sind. Aber so habt ihr jetzt auf jeden Fall mal einen Einblick bekommen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.